Jo, servus und willkommen hier in meiner kleinen... Hoppala, bleibe ich hier direkt am Kabel hängen. Nochmal. Jo, servus und willkommen hier in meiner kleinen Klemmbausteinige zu einer weiteren Folge Kommentare kommentieren. Es sind einige Kommentare zusammengekommen, das tun sie ja immer, ne? Drum schwätzt man gar nicht lang los, fangen wir gleich an. Beowulf schreibt zum Kommentare kommentieren, was ist denn für eine Nummer, kann ich jetzt hier gar nicht erkennen. Es ist alles schon wegen länger her, müsste 18 sein, oder sind wir jetzt bei 18? Dann ist es wohl 17 oder ist es 16? Geht schon wieder so mal los? Muss ich hier mal kurz Luki-Luki machen? Was haben wir denn da? 16. Beowulf schreibt, so Kommentare kommentieren 16. Es ist jetzt Donnerstag, 12.30 Uhr und während ich mir da ein Video reinziehe und ihr im Zug Richtung Wien sitzt, frage ich mich, wie viel Bier ihr wohl schon vernichtet habt. Oh, frag besser nicht, mein Freund. Es war mehr als genug. MR antwortet, oh Mann, ich wünschte, ich könnte auch hin, aber von MacPom ist es halt einfach zu weit. Vielleicht das nächste Mal, oder was ich dir vorschlagen könnte, vielleicht... ist die Schweiz angenehmer für dich zu erreichen? Im April findet ein ähnliches Treffen in der Schweiz statt. Mystic Jutu schreibt, lach, ich trinke nur Cola und Birnensaft. Viel Spaß euch in meiner Lieblingsstadt Wien. Vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Und wir machen hier wieder die Standardprozedur. So, Antwort auch standardmäßig. Wenn alles klappt. Dann erscheint dieses Video hier am 25.08. Holgers Sprigspace schreibt ebenfalls zu selbigen Video 1717, das ist der Punkt. Der Endverbraucher hat keine Ahnung, was Lego an Lager- und Logistikkosten aufbringen muss. Ja, nicht nur Lego, ne? Es geht allen anderen ebenfalls so und es wird immer teurer. Schauen wir mal, wo das Ganze noch hinführt. Aber vielen Dank. Für deinen Kommentar, Oracle of Death schreibt dasselbe Video, ca. 8.29. Tja, da haben wir wohl jetzt alle eine Büchse der Pandora aufgemacht. Ich frage mich, ob man aus dem Steine bemalen einen neuen Trend in den YouTube-Charts aufmachen kann. Und ob sich auf lange Sicht dann Persönlichkeiten von der Qualität eines Angel Giraldes, wer immer das sein mag, der als einer der besten Miniaturenmaler da draußen gilt. Okay, eine Miniaturenmaler. Sagt mir nichts, bin ich nicht drin in der Szene, aber ich glaube nicht, dass sich das Klemmbaustein bemalen durchsetzen wird. Das heißt, ich hoffe es zumindest nicht. Ich werde nicht nur anfangen hier zu bemalen. Außerdem kann ich es überhaupt nicht. Und es sieht dann so aus, als wäre halt einfach Farbe drüber gelaufen. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Vielleicht Airbrushen und so Geschichten. Ne? Es gibt ja den einen oder anderen Künstler da draußen. Aber ob sich's durchsetzen wird, massentauglich, ich glaube nicht. Oracle of Death schreibt zur selbigen Video nochmal, ca. 17.10. Das erklärt ein wenig, warum Kubricks nur so ein relativ geringes Sortiment an Einzelformen anbietet. Wobei ich da echt noch hoffe, dass sie wenigstens noch das Sortiment auf Plates erweitert bekommen, die nicht einmal 1 oder einmal 20 sind, 20 mal 20 sind. Ich habe keine Ahnung, aber bis jetzt haben sie noch keine Anstalten gemacht, ihr Sortiment zu erweitern. Finde ich ein bisschen schade, die Qualität ist wirklich hervorragend, aber sie scheinen sich wirklich nur auf ein begrenztes Formensortiment einzuschränken. Vielleicht reicht ihnen das. Sie haben auch gar kein Interesse dran, oder sie zeigen zumindest auch kein Interesse dran, sowas ähnliches wie ein Set rauszubringen. Hat Kubricks früher mal unter dem Namen Clip, glaube ich, hießen die Steine. Das war ja auch Kubricks. Da gab es Sets, aber mittlerweile gibt es keine Sets mehr. MR schreibt zu selbigen Video, ich hätte gern Kiloware alte Xingbao Minifiguren. Ja, wer hätte die nicht gern, ne?
Ja, wird wohl nichts werden, außer in Asien, wobei ich habe bei AliExpress und so weiter auch schon rumgeguckt. Man findet diese Figuren nicht. Also Xing Bao scheint die alten Figuren, auch damals, als sie noch aktuell waren, nicht einzeln zu verkaufen. Finde ich ein bisschen schade. Mystic True schreibt zum selbigen Video: Ich möchte nur gezielt Ware, der speziell Teile. Nein, Spaß. Ich möchte nur gezielt Ware, der speziell Teile. Alles klar, du wirst schon wissen, was du meinst. Ich weiß es nicht. Und dann schreibt er weiter: Nach dem Dämpfen muss man Geschwindigkeit erhöhen. Was da wohl drin ist bei dir. Ich verstehe leider nicht, was du meinst. Hä, was? Was nach dem Dämpfen? Ich habe kein Gemüse gedämpft oder sowas. Und dann schreibt er weiter: Sorry, dieses Schlürfen und Haschpaffen regt mich auf und ich bekomme Migräne dadurch. Sorry, so ein Scheiß Nebengeräusche brauche ich nicht. Sorr, deine anderen Videos sind okay. Dieses Rumschlürfe nicht. Abbruch dieses Videos. Alles klar. Mal ganz kurz noch, ne? Im Grunde gibt es auf so einen Kommentar nur eine einzige richtige Antwort. Und damit wir uns richtig verstehen, sage ich es nochmal. Der Kommentar hier, der kleine Vorgeschichte. Da können wir noch kurz drauf eingehen. Und zwar hat er auf meinen Kommentar vom letzten Mal, dass eben ich auf seinen Kommentar in einem Video eingehen werde, nochmal geantwortet. Und zwar schreibt er: Sorry, aber den Scheiß kann ich mir nicht anschauen. Dein Raucherscheiß. Da hat er bei mir echt übelste Kackmigräne mit Kopfschmerzen und Durchfall ausgelöst. Ganz ehrlich, deine anderen Videos sind okay, aber deine Hasch-Gurgelgeräusche und dann noch langsam weiterlallen, da bring auch Geschwindigkeitsänderung nichts. Ganz ehrlich, aua aua, wenn du deine scheiß Raucher-Puff-Abhängigkeit brauchst, mach einen anderen Channel auf. Aber wenn das Thema Lego heißt oder Klemmbausteine, lass es. Ich hoffe, die Inflation bei deinen Raucherproduziten steigt um 80-fache. Ich musste gestern jedenfalls dank deiner scheiß Erstickung Gurgelgeräusche Tabletten nehmen, wo nur zwei Schmerztabletten gegen Migräne 18 Euro kosten. Danke schon dafür und deine Geräusche widerlich. Musste ich mal ganz kurz in mich gehen, um nicht zu krass zu antworten, ne? Und drum mach es kurz und schmerzlos, ganz ehrlich, wenn du nicht in der Lage bist, ein Video, was dir offensichtlich schadet, abzuschalten, dann helfen dir keine Tabletten mehr, dann hast du andere Probleme. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, und eins kann ich dir noch mit auf den Weg geben, ne? Weil du schreibst hier, es geht hier um Lego und nicht ums Dampfen. Nein, es geht hier um meinen Kanal, um meinen Content, ne? Du sagst: Wenn ich die Abhängigkeit nicht lassen kann, soll ich mir einen anderen Channel aufmachen? Das ist eine Argumentation, die ich dir gerne weitergeben möchte, ne? Wenn dir hier irgendwas nicht passt. Servus, du weißt, wo der De-Abo-Button ist. Ja? Ich wünsche dir noch alles Gute. Wobei ich nicht glaube, dass das noch was bringt. So, du bekommst jetzt trotzdem hier die Standardantwort inklusive Herzchen. Wir wollen ja nicht so sein, ne? Vielleicht kann dir mein Herzchen, das ich dir jetzt da gegeben habe, die 18-Euro-Tabletten ein bisschen, wie soll ich sagen, den Schmerz ein bisschen lindern. Ich find's ja geil. Im Grunde haben wir ja neulich schon mal auf dem Discord drüber diskutiert, dass derartige Kommentare irgendwie ein bisschen fehlen, weil die dieses Kommentare-Kommentieren-Format um einiges lustiger machen und unterhaltsamer. Vielen, vielen Dank dafür.
So, Oracle of Death schreibt zu selbigen Video ca. 33:42, außer du heißt Mattel und versuchst deine Spielzeugserie aus den 80ern in Glimmbaustein wiederzubeleben. Schwupps werden Unmengen Steine in den passenden Farben produziert. Das ist natürlich ein Vorteil, ne? Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man selber produziert. Man kann sich die Farben und Formen halt so gestalten, wie man sie braucht. Hubertus schreibt zu selbigen Video, gute Reise euch nach Wien, bin am Samstag dabei. Bis dann. Ja, wir haben uns ja getroffen. PS, freue mich, dass du meine Doshcast-Idee übernommen hast. Ja, das werde ich dieses Mal auch wieder tun. Ich habe es bloß dieses Mal vergessen in der Überschrift, aber das Video werde ich trotzdem so nennen. Und er schreibt ca. 51, finde es sehr gut, dass du dein Kanalkonzept nicht ändern wirst und weiterhin ehrlich bleibst. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Wir haben uns ja, wie gesagt, in Wien getroffen. Hat mich sehr gefreut, dich persönlich mal kennenzulernen. Auch wenn wir nicht allzu viel gequatscht haben. Es war wahnsinnig viel los. Ich muss ehrlich gestehen, ich war irgendwann einmal von dem ganzen Andrang und den ganzen Leuten. Und ich war einfach voll. Und wenn es mir zu viel wird, ziehe ich mich gerne ein bisschen zurück und bin dann relativ ruhig. Ist dann bei keinem von euch, der dabei war, irgendwie persönlich gemeint. Hatte nichts mit euch zu tun. Das ist ein Thema, das liegt an mir, das habe ich. Oracle of Death schreibt zu selbigen Video nochmal ca. 37:12. Verklemmte, unverklemmte Snoopbahnsteine. Alles klar, mein Freund. Auch du wirst wissen, was du meinst. Aber ich habe mir beim Markus das aktuellste oder eins der aktuellsten Snoopbahn-Sets mitgenommen, um mal die Klemmkraft auszutesten. Video wird folgen. Und er schreibt weiter, ca. 49:20, es gibt zumindest einen Yoshi aus Diamond Blocks, aber mit denen hast du es ja nicht so. Ne, ich habe einen Mario aus Diamond Blocks hier, in knapp 2000 Teilen oder so. Und irgendwann, aber nicht heute. Und er schreibt weiter, ca. 56:57, oh ja, das mit der Fanbase kann ich so bestätigen in gewisser Weise, den Karton von Galaxy Explorer neben sich stehen. Das freut mich, das freut mich. Und Manfred K. schreibt zu selbigen Video, während ihr gerade unterwegs seid, sehe ich dann den Doshcast 16 an. Hoffentlich mag euer Zugbegleiter auch die kleinen bunten Klötze zum Bauen und ihr benehmt euch, obwohl, wenn so eine gesellige Gruppe junger und alter Klemmer mit Maske im Abteil sitzt, werdet ihr sowieso nicht so genau erkannt, außer es kommt irgendwer auf die Idee, ein paar dieser Klötzchen in den Gang zu schütten, um diesen Zugbegleiter zu ärgern. Viel Spaß am Wochenende, lasst es euch gut gehen und kommt wieder heile und gesund zurück. Vielen, vielen Dank, haben wir getan. Erkannt hat uns im Zug natürlich niemand, ist klar. Aber wir mussten auch erst zur österreichischen, also ab der österreichischen Grenze mussten wir Maske tragen. Im deutschsprachigen Raum, na andersrum war es. Im deutschsprachigen Raum mussten wir noch Maske tragen, ab Österreich dann nicht mehr. Das ging dann schon alles. Hubertus schreibt, zu einer Umfrage, leider bekomme ich es nie mit, wenn du im Community-Tab etwas postest, habe deshalb erst jetzt auf alle Umfragen ab der Mock-Umfrage geantwortet, wobei es mir relativ egal ist, worauf du deinen Fokus setzt, deine Art wird es immer zu einem guten Video machen, allerdings muss ich trotzdem zugeben, dass mich deine Mocks schon in der umfangreichsten Variante, also mindestens so ausführlich wie ein Set-Review interessieren. Alles klar, dann danke ich dir hier schon mal für deine Antwort. Ich werde da gucken, was sich machen lässt. Ich bin momentan mit dem Mocken, nehme ich überhaupt auf? Ja, manchmal muss man gucken hier, ne? Ich bin momentan mit dem Mocken jetzt durch Wien und so weiter ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber ich bleibe dran. Es wird früher oder später erste Doshten-Mock-Videos geben. Ich bin selbst gespannt. Steinemeister schreibt zum Kommentare kommentieren 16. Ich freue mich auf Samstag, dich live zu sehen. Wow, super Video. Und kommentieren geht immer. Vielen Dank, mein Freund. Wir haben uns ja getroffen in Wien. Hat mich sehr gefreut, dich ebenfalls persönlich kennenzulernen. Thomas Ahaus schreibt zu einer Umfrage Sembo und Nicole zurzeit. Alles klar, vielen Dank. Für die Info, ja, mit Sembo und Nicole oder wie auch immer,
macht man nicht wirklich viel verkehrt, ne? Die sind wirklich hervorragend. Und KB134 schreibt zu Lego versus die Welt, das ist ein uraltes Video von mir, eine Blockumentation quasi. Sympathische Geschichte, ja definitiv, ne? Aber es sind nun mal die Geschichten sämtlicher Großkonzerne und ich glaube, es gibt recht wenig, die keinen Dreck am Stecken haben. Gordon Schröter schreibt zur Roomtour. Moin Doschen, schicke Bude. Setz in der Küche. Also ich hatte auch mal drei in der Küche. Da ich aber gerne und viel koche, hat nachher das Putzen der Sets keinen Spaß mehr gemacht. Ja, das glaube ich dir. Ich habe einen relativ guten Dunstabzug und versuche auch immer das Fenster zu öffnen. Hat aber nichts genutzt. Glaube ich dir gerne. Ich kenne es noch aus der Zeit, als ich gekocht habe. Ihr hört jetzt schon, ne, aus dieser Aussage, ich koche nicht. Ich wüsste auch nicht wann. Wenn ich ein-, zweimal im Jahr koche, dann ist es viel. Und deshalb stört es überhaupt nicht. Also die werden nicht eingefettet. Die verstauben halt ein bisschen. So wie auch anderswo und mehr halt nicht. Deswegen kann ich die ruhig in der Küche positionieren und stehen lassen. So, musste ich kurz dampfen, ne? Wieder irgendwelche Tabletten sucht, die es triggern. Dennis Briggs schreibt zur Roomtour, interessanter Rundgang, ich beneide dich um deinen Platz. Noch habe ich Platz, noch. Aber auch das wird sich irgendwann mal ändern. Vielen Dank für deinen Kommentar. Oninja83 schreibt zur Roomtour, der Doschen haust gut. Das freut mich, dass es dir gefallen hat. Vielen Dank für deinen Kommentar. Und der Gerademacher schreibt, zu selbigen Video vielen Dank für den tiefen Einblick und eine super Man Cave. Ja, Single-Haushalt, so schaut es hier nun mal aus. Vielen Dank für deinen Kommentar. Wolfgang Zahr schreibt zu selbigen Video, schöne Wohnung und für eine Person völlig ausreichend. Ja, es ist schon stellenweise ein bisschen zu groß fast für nur eine Person, ne? Ich meine, man putzt hier sicher einen Ast. Aber mei, dafür kann man aufstellen, was man möchte. Fritzchen, nein, Fritz. Fritz schreibt zur Roomtour, ich habe den gleichen Schlafzimmerschrank. Hattest du auch dieselbe Vormieterin? Sebastian schreibt zur Roomtour, sind das zu Beginn die Vögel aus der Blue Brick Special Serie? Die hole ich mir, gemütliche Hütte. Nein, sind sie nicht. Ich glaube, es gibt keine Wellensittiche. Sollte Blue Bricks mal Wellensittiche rausbringen, dann werde ich mir natürlich den einen oder anderen holen, am besten in verschiedenen Farben. Aber es sind keine Wellensittiche momentan geplant, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe. Und für die gemütliche Hütte vielen, vielen Dank. Bullride schreibt zur Roomtour, coole Roomtour, Grüße von einem Single-Haushalt zum anderen. Vielen Dank und schöne Grüße zurück, mein Freund. So, Hubertus schreibt zur Roomtour, hat mich sehr gefreut, dich heute in der Klemme persönlich kennenlernen zu dürfen. Du hast auch in Präsenz dieselbe sympathische Art wie in deinen Videos zur Roomtour. Sehr liebes Intro mit den Wellis. Und interessant mal zu sehen, wie du wohnst und wie das Studio, die Klemmbausteinecke, aus der anderen Perspektive aussieht. Danke. Ich habe zu danken für deinen netten Kommentar. Auch mich hat es gefreut, dich persönlich kennenzulernen. Und vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere Treffen nochmal in Wien, in der Schweiz, wo auch immer. Würde mich freuen. TTIS schreibt zur Roomtour, Sittiche sind immer cool. Sorgen für positive Stimmung, definitiv. Die drei kleinen Spatzen, die sind schon lustig und bringen hier manchmal Action in die Bude. Manchmal bringen sie auch die Bude durcheinander. Aber mei, so sind sie halt, die Wellis. Christian Sonntag schreibt zur Roomtour. Ich wusste ja schon immer, dass der Doschen den Vogel hat. Ja, ich habe sogar drei, ne? Ja, Doschen ist gut zu vögeln. So ist es halt. Folger D schreibt zur Roomtour. Bewiesen, Doschen hat einen Vogel oder mehrere. Die Bude ist gar nicht so vollgestellt, wie man sich das vorstellt. Dann das 80er-Jahre-Bad, aber dafür ein Robby. Oh meine Götter, du hast denselben Teller mit Geburtsdaten wie ich. Ja, wahrscheinlich hast du auch dasselbe Geburtsjahr, oder? Wird wohl damals modern gewesen sein. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. So ist es halt im Blätterwald. Und fürs Bad, ja meine Güte, ne, es ist eine Mietwohnung. Da werde ich nicht anfangen zu fließen. Aber mir gefällt das Bad. Es taucht. Für das, was es soll. Reicht's allemal.
Markus Wiesecke schreibt zur Rumtour, echt cool, ist Spaß, aber du brauchst eine Freundin oder Frau, die das alles mitmacht. Dein Schlafzimmer und Küche ist fast so voll wie bei mir. Ich bin zwar kein YouTuber, aber platztechnisch sieht es genauso aus. Nur bei mir hängen noch 4 Star Trek Uniformen mit freundlichen Grüßen. Na, Star Trek Uniform habe ich keine. Ob ich eine Frau brauche und eine Freundin, wenn sich mal was ergibt, gerne. Sage ich nicht nein, aber ich werde es jetzt nicht mit Gewalt herbeirufen, denn dann langt man meistens, ne? Ich möchte jetzt nicht sagen in die Scheiße, weil es jetzt hierbei ja um Menschen handelt, aber ihr wisst, was ich meine. Jörg Laufer schreibt zur Roomtour. Jo, danke dir für die Tour. Genauso viel Zeug rumstehen wie ich, aber hab nur 15 Quadratmeter Platz. Bei mir wird halt mehr in Kartons eingepackt. Kann's nicht anders ausstellen, aber egal, man hat sie weiter so. Es wird sich füllen. Hab Spaß. Viele Grüße. Vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Ja, so ist es mit der Zeit. Wird es auch hier voller, wobei ich mich schon stark einschränke. Ich stelle nicht alles auf. Einfach aus Gründen. Ich möchte nicht, dass das Ganze hier irgendwo so ausschaut wie in dem Museum. Hier und da mein Säckchen ist okay, aber ich möchte es halt einfach nicht übertreiben. Stein des Anstoßes, schreibt zur Rumtour. So haust also unser Chefe. Da ich mir meinen Wohnraum mit 3 Kindern und einer Frau teile, sieht es bei mir leicht anders aus. leicht. Allerdings auf so eine Fusseltrine, unsere Bezeichnung für einen Herbie, möchte ich auch nicht mehr verzichten. Sobald es sowas gibt, was über Lego-Bauten fährt und sie einfach nur reinigt und nicht verschluckt, wird es in meinem Lego-Zimmer den ganzen Tag so brummen wie in diesem Video in deinem Wohnzimmer. Das wäre natürlich eine geile Sache. Ob sowas früher oder später mal geben wird, ich weiß es nicht. Aber sollte es so sein, schreib mich unbedingt an, ich brauche so Dingens auch. So, mal wieder Trigger. Unser Hügel schreibt zu selbigen Video, Alter, hast du noch viel Platz? Ja, Mai, man schränkt sich halt ein. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und Norbert K. schreibt zu selbigen Video, geil, mein Schrank sieht auch so aus. freut mich, dass ich nicht der Einzige bin. Manchmal denkt man sich schon, Alter, hat man einen an der Waffel, aber wenn man dann hört, dass es anderen genauso geht, dann geht's einem wieder besser. Hen schreibt, ein Blick in die Dosh Cave. Die Dosh Cave? Ja, so in der Art, ne? So in der Art. Wobei, Man Cave, jein. Aber vielen Dank für deinen Kommentar. Auch wir zwei haben uns in Wien getroffen. Hat mich wahnsinnig gefreut, mein Freund. Walder Logo schreibt zur Roomtour. Es ist ein sehr schöner Rundgang. Hast überhaupt noch an den Wände für Regale? Meinst du Platz? Ich habe noch genug Platz an den Wänden für Regale. Ich glaube, das hat man im Video doch ziemlich gut sehen können, oder? Basti schreibt zur Roomtour. Moin Doschten. Jetzt muss ich dich doch mal frech fragen, denn meine bekannten Mittel reichen nicht aus. Was ist das für eine geile Intro-Mucke in deinen Videos immer? Ich hätte gern gewusst, woher ich sie selber beziehen kann. Wäre echt nett, ich weiß gar nicht, wie oft ich bei den Videos schon zurückgehüpft bin, um das nochmal zu hören. Du musst doch mal schauen, irgendwo auf meinem Kanal ist das komplette Lied hinterlegt. Es ist kein offizieller Titel, den man irgendwo im Radio hören kann oder auf CD kaufen, sondern es ist freie Musik, GEMA-freie Musik und so weiter, die Camtasia beilag. Ich kann dir nicht sagen, wer der Interpret ist. Aber irgendwo auf meinem Kanal, ich müsste selber mal gucken, wie ich das Video genannt habe, gibt's diese 2,5-3 Minuten, wo das komplette Lied zu hören ist. Liebe Grüße aus Regensburg, Basti, PS. Sehr coole Videos, auch wenn ich nicht immer alle verfolge, aber super Typ. Weiter so, Thumbs up. Vielen, vielen Dank dafür und auch dir Thumbs up und ein Herzchen, Standantwort und vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Soldiers Brickham schreibt zur Kiloware von Cumin, echt interessante Teile und wegen der Zeltplane habe ich mir das Set gekauft von Cumin. Ja, warst du wahrscheinlich ein bisschen zu schnell, ich habe es dir angeboten im Video, kannst es aber immer noch gerne haben, wenn du möchtest. Schreibt mich einfach an. Soldiers Brickham schreibt dann zur Burg Blaustein Erweiterung
Oh ja, das ist und wird ein Riesenteil, definitiv. Das wird ein Riesenmonster. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ich habe Platz schon gemacht. Ihr habt ja gesehen im Roomtour-Video, da hinten wird sie bleiben. Nach oben kann sie noch ein bisschen wachsen und in die Breite kann sie wachsen zur Not. Kloppe ich das Disney-Schloss weg, dann kann da die Burg Blaustein vor sich hinwachsen. Mr. Floppy schreibt zur Erweiterung, ich habe meine Blaustein mittlerweile auf einem Holzsockel stehen. Damit kann man sie noch rumtragen, aber ich denke, spätestens mit dem Saalbau wird man dazu zwei Leute brauchen. Ja, das glaube ich auch, ne? Ich meine, wenn das Ding 21.000 Teile hat, dann sind wir auch, also am Schluss da mit allen Erweiterungen, dann sind wir auch so um die 20 Kilo plus minus, ne? Das wird dann schon immer lustig. Ich meine, das Ding dann heben, 20 Kilo heben geht noch, aber es ist halt die Gefahr dann, dass es durchs Eigengewicht zerbröselt. Da bin ich mal gespannt, wenn es soweit ist. Gucken wir mal, ich werde berichten. Jürgen Naumann schreibt, zu selbigen Video habe das Set auch, werde aber versuchen, den Turm ohne Techniksteine umzubauen. Ja, mit ein bisschen Gefriemel wird es sogar möglich sein. Aber anscheinend ist dieses Techniksteine-Gedöns so gewollt. Es gibt Leute, denen gefällt es. Ich habe jetzt damit, ja, nur mit den Bautechniken, ich fand es ein bisschen semi-geil, weil es halt am Ende überhaupt keinen Unterschied macht, wie man es baut. Das hätte man auch mit normalen Steinen bauen können, ohne dass es eine optische Veränderung gäbe. Aber mein Designer wollte es so, es ist seine Entscheidung, es ist sein Design, künstlerische Freiheit müssen wir uns halt durchbeißen. Jürgen Naumann schreibt ebenfalls, na, er schreibt zur Roomtour, krieg jetzt auch Platz für mehr, wenig Frauen interessieren sich für Klimmbausteine. Jein, also die Mädels, aber das haben wir mal so, wenn du die richtige hast, dann ist die schon tolerant genug, um sowas zu akzeptieren. Meine Mädels, die ich hatte und die meine ominösen, kuriosen Hobbys alle, ich sag jetzt mal, ertragen haben, hatten immer nur eine Sorge, dass sie es putzen müssen. Und diese Sorge habe ich ihnen dann genommen und dann war alles okay. Ich putze meinen Kies schon selber. Alles gut, kriegen wir hin. FM schreibt, zur Erweiterung, ach, wäre schon cool, leider ist groß und zu teuer. Ich finde sie preislich gar nicht teuer verglichen mit dem, was man bekommt. Haufen Teile, geile Bautechnik, viel Spaß, viel Fun und geile Optik. Zu groß kann ich verstehen, passt nicht bei jedem in die Bude, aber zu teuer vielleicht insgesamt. Ne? Natürlich sind 200 Euro für die Burg, 200 Euro für die Erweiterung, 100 Euro hier, 200 Euro da. Es läppert sich natürlich und nicht jeder hat die Kohle über, um sich quasi ein paar hundert Euro einfach nur ins Eck zu stellen. Aber mit dem Einzelteilepreis verglichen, als Set an sich verglichen, ist es eigentlich nicht zu teuer. Aber ich verstehe, was du meinst. Gemini schreibt zu selbigen Video bei 718, stimme ich in Bezug auf dem Designer voll zu. Vielen, vielen Dank, das freut mich. Und vielen Dank für deinen Kommentar. Thomas Ruß schreibt zu selbigen Video, noch als kleiner Trost, die nächste Erweiterung ist Bauschritt unterteilt. Ja, ich habe sie hier schon liegen, ich müsste bloß mal bauen, mal gucken, wann ich dazu komme. Vielen Dank für deinen Hinweis. Mark R. schreibt, zur selbigen Erweiterung werde ich meinen Bergfried umbauen. Die Steinchen sind schon auf dem Weg. Da es bei mir immer noch Probleme gibt, daher wird der ganze Mittelsektor und die Rückseite umgebaut. Ansonsten geniales Set und die nächste Erweiterung schlummert noch in der Kiste, kommt erst nach dem Umbau dran. Ich habe schon mal geschaut und es sind Bauschritte für die Vorburg. Das freut mich natürlich, Bauschritt unterteilt oder Bauabschnitt sortiert, macht es natürlich um einiges einfacher, wobei ich da eh nicht so bin. Ne? Ich beiß mich auch durch 4, 5, 6.000 Teile und schmeiß die halt einfach daher. Aber das Thema hatten wir schon mal. Ich wiederhole mich. So, jetzt mal ganz kurz an alle, die empfindlich sind. Ich muss kurz triggern. Vorsicht, böse. Psychotron40k schreibt zur Erweiterung. Hö, war hier vorhin nicht noch ein Kommentar, den ich hinterfragte? Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gelöscht. Kann sein, dass der Kommentar von YouTube gelöscht wurde, dass der Kommentierende selber gelöscht hat. Dann ist auch deine Antwort weg. Ich habe nichts gelöscht, das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
Ich habe allerdings auch nichts mitbekommen, dass hier irgendwie irgendwo was kommentiert wurde. Vielleicht hat der Fragesteller, der Kommentierende, eine Frage gestellt, die dann im Laufe des Videos beantwortet wurde. Dann hat er es wieder gelöscht. Ich habe keine Ahnung, um was es ging. Aber vielen Dank für den Hinweis, dass hier irgendwas faul ist. Rainer Knut schreibt zu selbigen Video, Erweiterung Stufe 4 soll die Endhöhe erreicht sein, aber dann nur noch Wachturm in beide Seiten. Da werden wir gespannt sein. Platz braucht das Ding allemal. Aber vielen Dank für deinen Hinweis. Hubertus schreibt zu selbigen Video, Schande über Blue Bricks, ein gewissenhafter und fleißiger Glamour- und YouTuber zerlegt pflichtgemäß alle abgebauten Teile und sie bauen sie einfach als Ganzes wieder in die Erweiterung ein. Spaß beiseite, danke für die Warnung, den Tipp. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Eigentlich, ich sage jetzt mal, es lag an meiner Dummheit. Ne? Ich war halt übereifrig, ne? Und hab halt gern Ordnung am Bautisch, so dass ich das Zeug schnell finde. Deswegen habe ich es ruckzuck zerlegt. Dass das im Nachhinein ein Fehler war, hat sich dann herausgestellt. Aber vielen Dank für deinen Kommentar. Paul schreibt zur Erweiterung, Megateil, wäre mir persönlich aber zu groß. Trotzdem, mein Freund, danke fürs Zeigen. Vielen, vielen Dank, mein Freund, für deinen Kommentar. Und Achim Schmidt schreibt, ihr tut immer so, als wäre die Burg Blaustein groß. Ich habe das Teil mit Vorburg und groß ist was anderes. Zum Beispiel mein Mock des World Trade Centers im Maßstab 1:200. Das ist groß. Grundfläche 1,2 mal 1. Kantenlänge der Türme 37 cm. Und Höhe 2,10 m ohne Antenne auf dem Nordturm. Ja, was ist das jetzt für eine Aussage? Ne? Kann ich jetzt ja genauso sagen. Das ist doch nicht groß, was du da hast. Die City meiner Kiddies war viermal so groß wie das, was du jetzt da beschreibst. Das ist kein Set, das hast du selbst erstellt. Das Opfer oder das Elend hast du dir selbst auferlegt. Und nicht jeder hat so viel Platz. Außerdem, was bringt mir ein riesiges Set in der Wohnung? Und ansonsten habe ich nichts. Nee. Das Dingens ist groß für ein Set. Auch wenn du als Mocker das jetzt anders siehst. Ja, und nochmal vielen, vielen Dank hier, Achim Schmidt, für deine unterschwellige Werbung. Der Dosten am Donnerstag, sehr cool, schreibt Steinchenhexe zum Kommentare kommentieren Teil 17. Vielen, vielen Dank, Hexchen, für deinen Kommentar. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß. Oracle of Death schreibt zu selbigen Video, ca. 14:49, ich schlachte hier mal eben eine heilige Kuh, indem ich behaupte, dass Star Trek, abgesehen von Voyager und der noch relativ jungen Discovery-Serie, keine wirklich lohnenswerten Einträge im Franchise vorzuweisen hatte, was den Schauwert angeht. Ja, die Voyager konnte auf Planeten landen, da das allerdings ein verhältnismäßig kostspieliger Effekt war, haben sie sich den Spaß nicht allzu häufig in der Produktion gegönnt. Ich glaube, das erste Mal auf die Funktion wirklich zurückgegriffen haben sie in der zweiten Staffel in der Folge die 37er, in der es um die Opfer von Alien-Entführungen aus der Jahre 37 geht, unter anderem mit Emilia Earhart. Die Folge habe ich gesehen, ich weiß, was du meinst, könnte mich jetzt aber nicht mehr daran erinnern, dass die Voyager da irgendwo gelandet ist. Man sieht, dass der Effekt anscheinend doch nicht so geil war, weil er ist nicht hängen geblieben. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen in den Kommentaren, dass die Voyager landen konnte. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber vielen Dank für den Hinweis. So, des Weiteren schreibt er zu selbigen Video. Moment, so. Circa 15:33, ja, Tom Paris hatte irgendwann zwischendrin in der Serie Langeweile gehabt und deswegen dem Offiziersmeeting ein kleines Aufklärungsschiff für die Herausforderung des Delta-Quadranten vorgeschlagen. Alles klar, kann ich mich noch dunkel dran erinnern, der hat doch diesen Delta-Flügel-Dingens da gebaut, oder? Meinst du das? Joachim Voss schreibt zur selbigen Video ca. 47:30, die 2x2 Bricks sind rein zur Deko außen verbaut worden. Alles klar. Vielen Dank für den Hinweis. Wissen wir das auch. So, der Brickbuer schreibt zum selbigen Video. Moin. Jo, teilweise kaufe ich mir gewisse Sets nur,
weil ein paar Teile dabei sind, die ich brauchen kann. Ich baue viele landwirtschaftliche Fahrzeuge. Das Problem, es gibt zum Beispiel, beziehungsweise gab nur ein Set, wo rote Felgen verbaut wurden. Ich habe mir zweimal den Technik-Tracker von Winner Bricks gekauft, nur wegen der roten Felgen. Schöne Grüße, René. Alles klar, das ist die Antwort auf die Frage, ob sich Mocker gezielt irgendwelche Sets kaufen, um sie dann gezielt bei gewissen Teilen auszuschlachten. Vielen Dank. Weiß ich das auch? Und Volker D. schreibt, welcher Mocker kennt es nicht? Darfst du niemanden erzählen? Und die Brickbo antwortet, das stimmt wohl. Habe aber auch schon verwirrende Blicke zugeworfen bekommen. Echt, gucken die Leute dumm, wenn du dir Sets kaufst zum Ausschlachten? Ich meine, das liest man ja so oft, dass ich mir jetzt da nichts mehr bei denke. Ich mag es zwar nicht, weil ich auch nicht großartig mock, bis auf meinen eigenen Mock, den ich da gerade erstelle. Der wird immer mit Teilen aus dem Sortiment gebaut. Aber ansonsten... Aber stimmt nicht, stimmt nicht. Das sind tatsächlich so kleine Koko-Sets verbaut, die ich mir extra für den Mock gekauft. Oh je, ich mag's genauso. Eieiei. Allerdings nicht wie an einem gezielten Teil. Doch, doch, doch. Oh, mea culpa, mea culpa. Die Einkaufswägen? Nur wegen den Einkaufswägen habe ich mir die Koko-Sets gekauft, damit ich da in diesen Mock Einkaufswägen reinstellen kann. Oh je, oh je. Schande über mein Haupt, dass ich das vergessen konnte. Manfred K. schreibt zum selbigen Video, leider scheint es ja im nächsten Jahr kein Spektakel mehr in Wien zu geben, was aber nicht gleich bedeutet, dass das Treffen ganz flach fällt. Statt Wien wird dann mal die Schweiz. Und Zergling schreibt, bitte schau dir das aktuelle Video von Markus die Klemme an, dort erklärt er alles auf. Ja, also mit der Schweiz hast du nicht so Unrecht. Es wird ein Treffen in der Schweiz geben, es einjähriges von unserem Bricks House. Also von unserem Cäsar. Der wird im April, in der letzten Aprilwoche, im letzten Aprilwochenende, wird er da so ein kleines Spektakel, Geburtstagsfeier, Frühlingserwachen der Community, irgendwie sowas in der Art, wird stattfinden. Alles weitere auf dem Kanal vom Bricks House. Da könnt ihr euch die Infos ziehen. Und Zergling hat natürlich recht. Markus hat es aufgeklärt. Ein Sommerspektakel. So wie es letztes Jahr und dieses Jahr stattgefunden hat, wird es nicht mehr geben. Es wird kein Spektakel mehr in der Klemme geben. Zukünftige Spektakel werden Convention-Charakter haben. Mit Buden, mit Schausteller, mit Firmen, mit Mockern, mit Gebrauchtmarkt, mit Veranstaltungen, mit was weiß ich was allem, in Hallen und so weiter. Da kann man echt gespannt drauf sein. Ich für meinen Teil bin's auf jeden Fall. Und es wird im Übrigen, es wird wieder in Wien stattfinden, ganz klar. Randfichte schreibt, zum selbigen Video, moin moin, circa 59. Ich sehe es genauso wie Sie, Setpreis stimmt, zugeschlagen. Der hier viel besagte Paul hat ja mal einen schwarzen Turm vorgestellt und nun baue ich dieses 4000 Teil für 120 Euro. Nice talk. Vielen, vielen Dank. Aber mal ganz ehrlich, wir sind hier im Internet, wir sind hier auf YouTube. Du kannst ruhig du zu mir sagen, das Gesieze gefällt mir gar nicht. Aber vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Cäsar Bonds schreibt zu selbigen Video. Ja, es gibt wirklich immer weniger, es bleibt immer weniger übrig. Ich hatte gehofft, so etwas Ersatzteile zu sammeln, aber nichts da. Selbst die Chinesen bei den 1x1-Teilen nicht mal eine Reserve. Klick, klick, kulla, kulla, macht das kleine Steinchen und ist weg. Daher habe ich bei Blue Bricks ein paar Gramm Steine im Laden rausgelesen. Das ist das Beste, was man machen kann, sich einen kleinen Vorrat anzuhäufen. Ne, für den Fall der Fälle. Momentan baue ich hier den Hutshop von G-Star. Und da bleibt so gut wie nichts übrig. Bei den ersten Bauabschnitten gar nichts. Und dann bei den späteren Bauabschnitten hier und da mal ein Steinchen. So unterm Schnitt sind es vielleicht 7-8 Steinchen, die da übrig bleiben werden, wenn die Quote hier so weitergeht. Aber mich wundert schon, dass es diese Chinesen bzw. zu Firmen wie G-Star, die ja bisher mir immer nur negativ aufgefallen sind. Die Steinequalität ist mittlerweile hervorragend. Aber dass die es wirklich schaffen, so genau abzupacken. Das finde ich faszinierend, denn es sagt ja, wenn nichts übrig bleibt und auch nichts fehlt, dann sind die Maschinen ja auf 100% Richtigkeit eingestellt. Und das dann auszusortieren, beziehungsweise Fehlteile auszusondern,
auszuschließen, das ist schon eine Leistung. Alle Achtung. Beowulf schreibt zu selbigen Video 1450. Ja, die Voyager ist mehrmals in der Serie auf Planeten gelandet. Allerdings kann ich dir jetzt die Folgen nicht alle auswendig aufzählen. Ja, macht ja nichts, macht ja nichts. Nur die Info alleine reicht mir vollkommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und Hubertus schreibt zu selbigen Video. Der Vasenbaum im heutigen Stream beim Donnergurgler. Ach, der Vasenbau, der Vasenbau im heutigen Stream beim Donnergurgler hat ja ohnehin sehr gut funktioniert. Gratuliere nochmal. Vielen, vielen Dank dafür. Und Lala Venekor schreibt, da schließe ich mich an. Ich habe die Vase auch noch zu Hause, aber eine andere Setnummer mit Blumen inklusive. Bin gespannt. Ah, ich kenne die, dieses Set mit Blumen. Da ist die Vase um einiges einfacher zu bauen. Also zumindest vom Hörensagen, ich selbst hab bisher nur diese eine Vase bauen dürfen, die ich hier im Livestream gebaut habe. Ansonsten habe ich noch keine Vasen gebaut. Wenn die, die ich gebaut habe, wirklich die schwerste war und die anderen alle funktionieren besser, dann dürften... Also, dann habe ich mit den Vasen kein Problem, sagen wir mal so. Und Hubertus schreibt das selbigen Video circa eine Stunde. Es gibt mit dem Castle Grayskull ja so etwas wie ein Mega Constructs Modular, oder? Hast du das schon gebaut? Ja, Castle Grayskull habe ich hier stehen, habe ich schon gebaut, gibt auch Videos zu und ist echt ein mega geiles Set. Eins meiner Lieblingssets, wenn nicht sogar das Lieblingsset schlechthin. Bin gespannt, ob Snake Mountain das toppen kann. Aber allein schon von den Bautechniken, von der Farbgestaltung und so weiter und so fort. Dieser Nostalgiefaktor, das Set ist einfach ungeschlagen in meiner Rangliste. Es ist aber trotzdem kein Modular Building in dem Sinn. Ich hätte gern von Mega Constructs ein Modular Building, das ich in der Street View einbinden kann. Einfach nur, weil es geht. Vielen Dank für deinen Kommentar. Und er schreibt nochmal, liebe deine Don Madoncino-Ausrufe. Don Madoncino! Muss sein, ne? Muss sein. Vielen Dank dafür, mein Freund. So. Steinemeister schreibt das selbigen Video. War super, dich live gesehen zu haben. Du bist ein super Typ. Schade, war ich nur kurz in Wien. Liebe Grüße aus der Schweiz. Sehe ich genauso, Thomas. Vielen, vielen Dank dafür. Auch ich habe mich sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr im April dann in der Schweiz vielleicht ein paar Tage länger und können ein bisschen länger miteinander schwatzen. Schau mal, ich bin gespannt. Pauls Glemmbausteine schreibt zu selbigen Video, das findet die Community anscheinend sehr lustig, dass ich mich so aufgeregt habe. Ich bin schon mal ausgerastet bei einem Set. Aber das war in einem Video und das habe ich rausgeschnitten. Aber nach der Drohung, ein Best-of zu machen, werde ich mich jetzt wohl bei den Livestreams zusammenreißen müssen. Ist es so, Paul? Ist es so? Hast du dich mit dem Mozza-Brick-Mosaik zusammengerissen? Ja, hast du? Da wird im Übrigen, kleiner, wie soll ich sagen, Fun-Fact am Rande an die Community. Da wird es auch nochmal einen kleinen... Wie soll ich sagen, Schnipsel geben auf meinem Kanal mit Pauls Eskapaden. Wie baut man ein Mosaik nicht? Das war mega lustig. Wir haben uns alle beömmelt vor Lachen. Vielen Dank dafür, Paul. Und Lala Venekor schreibt, ich finde es klasse, wenn sich jemand aufregt, wenn etwas nicht klappt, etwas fehlt oder das Set Schrott ist. Meiner Meinung nach bilden sich bei deinem kleinen Wutanfall die Leute ein Bild über das problematische Set, nicht über dich. Also bitte immer weiterhin ehrlich und offen sein. Ja, das ist unser Paul doch sowieso, oder? Ehrlich und offen, denke ich mal, oder? Oder Paul? Ich denke schon. Und Lala Venekor schreibt, zur Erweiterung Hui Doschen, ich habe die Blausteine mit beiden Erweiterungen gebaut. Es gibt wirklich einen, es ist wirklich ein Hammerteil, macht Spaß, sieht geil aus. Die Saalbauerweiterung werde ich auf jeden Fall noch hinzufügen bei der Hurde-Erweiterung. Muss ich erstmal scharf nachdenken, denn der Platz und auch das Gewicht wird dann das größte Problem. Kann ich mir vorstellen, ja. Ab der Hurde-Erweiterung soll die Burg ja modularer sein, aber der Stellplatz muss erstmal gefunden werden oder vorhanden sein. Mit beiden Erweiterungen wiegt die Blaustein bisher ca. 10 bis 11 Kilo. Ich weiß nicht, wohin das noch führen wird. Am besten eine extra Blaustein-Garage mieten. Wäre das Beste, was man machen kann. Naja, nicht übertreiben, eine Blaustein-Garage braucht man nicht unbedingt, aber ein stabiles Tischchen
ist schon vonnöten, wenn das Ding jetzt einmal fertig gebaut ist. Wenn es denn überhaupt jemals fertig wird. Ich meine, der Grundgedanke der Blausteine immer wieder zu erweitern. Ich finde das Konzept an sich so genial und geil. Und man kann das ja ins Unendliche ziehen. Man werden es ja nicht machen. Schon aus wirtschaftlichen Gründen wird Rubrix das nicht machen, weil irgendwann ist der Hype auch mal zu Ende. Aber man kann, ich sag jetzt mal, 5 Erweiterungen rausbringen und dann nochmal 1-2 Jahre nix und dann schiebt man nochmal für die Fans so als wie soll ich sagen, als Dankeschön für die Fans nochmal so unerwartet so eine Erweiterung raus oder irgendwie sowas. Da gibt's Möglichkeiten ohne Ende. Ich bin echt gespannt, was da auf uns zukommt. Jetzt kommt im Übrigen nochmal eine Burg, die erweiterbar ist, allerdings eher in dieser klassischen Spielbahnoptik. Aber ich glaube, die ist auch für den einen oder anderen da draußen sehr, sehr interessant. Jürgen Naumann schreibt zum Kommentare kommentieren 17. Du arbeitest doch bei BB. Kannst du dich mal erkundigen, wann das Indianerdorf kommt? Nein, kann ich leider nicht. Ich arbeite zwar in meinem Berufsleben, sag ich mal, als BB, aber mein Kanal hat mit Bluebricks nichts zu tun. Wenn ihr Fragen von, über oder an Bluebricks habt, bitte auch an Bluebricks wenden. Ne? Ihr dürft nicht vergessen, für euch ist es Hobby, für mich ist es immer noch der Arbeitgeber. Ne? Das ist halt einfach so. Bitte an Bluebricks selber wenden. Dr. Nasenbär schreibt zum französischen Landhaus von Wange. Das ist auch ein uraltes Video von mir. Perfekte Setvorstellung, Like, Abo und Glocke dagelassen. Ich finde es immer gut, wenn die Probleme bzw. Konstruktionsmängel detailliert thematisiert werden, damit man weiß, worauf man sich einstellen muss. Vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich muss aber fairerweise sagen, dass das französische Landhaus ein uraltes Set ist, welches noch aus einer Zeit stammt, als Wange noch Lingao hieß. Lingao. Da waren die Bautechniken noch nicht so ausgereift. Das merkt man auch. Es fällt viel ab, weil es nur ein Noppentechnik ist und so weiter. Aktuelle Wange-Sets sind um einiges komplexer und stabiler designt. Nur mal so als kleiner Hinweis. Oracle of Death schreibt zu Kommentare kommentieren 17, circa 35, 25 und was hat Johnny zur Nervenheilanstalt gesagt? Oder war es genau auf dem Punkt das übliche Minifigurenproblem. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir kamen gar nicht dazu, über diese Thematik zu reden, denn das Gerichtsurteil Johnny vs. Lego oder Lego vs. Johnny hat das Ganze überschattet. Es gab 1000 andere Themen, beziehungsweise es wurde eigentlich nur über dieses eine Thema an sich unterhalten und es ging dann in 1000 verschiedene Richtungen. Da kam ich dann gar nicht mehr dazu, über diese Kiloware zu fragen. Ich habe es dann auch ehrlich gesagt vergessen mit dem ganzen Tumult. Tut mir leid. So, mal ganz kurz ein Schlückchen, dieses Mal ne, aus der drucklosen Tasse. Ihr wisst ja, alles schmeckt besser. Aus der No-Name-Tasse, Bröstchen. So, und er schreibt weiter zu Kommentare kommentieren 17. Circa 49,40, ganz davon ab, dass halt auch noch eine moralische Dimension bei den China-Preisen mit draufkommt. Johnny hat zwar so ein wenig selber versucht, diese Dimension ins vermeintlich positivere Licht zu rücken, aber wenn man nicht gänzlich ignorant durchs Leben rennt, hat man auch irgendwann während Corona begriffen, dass dieser Kost- und Logis-inklusive Ansatz bei den Steineherstellern in China am Ende auch nur das Tönis-Leiharbeiterprinzip ist. Wirklich wahr, ja. Wirklich wahr. Das ist im Grunde nichts anderes. Ja, es ist halt, wie soll ich sagen, ein bisschen hinten dran, also verglichen jetzt mit uns, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Von daher bleibt es am Ende immer eine Abwägung, was man dann als Quelle für eben diesen Stein jetzt genau nimmt. Zumal wir bei den Basissteinen ja tatsächlich auch noch einen reinen EU-Produzenten haben und nein, es ist nicht Lego. Lego produziert ja auch in China oder zumindest teilweise, aber mit reinen EU-Produzenten, ne, da habe ich jetzt der Kobi im Kopf und wenn du schreibst Basissteine, dann wäre es ja Q-Bricks oder natürlich auch die Blocks bzw. die Steine aus dem Hause Big. Ne, ihr wisst, diese Bobby Cars,
die produzieren auch Steine, überwiegend Standardsteine, die bekommen da auch bei Amazon und so weiter in Boxen zu dem Spottpreis. Eignen sich hervorragend, um irgendwelche Berge zu unterbauen und so weiter und haben eine Top-Qualität, aber die machen es halt wie Q-Bricks. Sie haben so gut wie keine Formenvielfalt und stellen überwiegend Standardsteine her. Was ich wahnsinnig schade finde, denn von der Qualität haben sie mich alle überzeugt. Was soll's. Oracle of Death schreibt zum Bierkrug. Wer hat da noch gerade Emos, mein Glimmbausteinladen, gelesen? Und da denkt man die ganze Zeit über, die Emo-Core wäre ausgestorben. Nein, es ist nicht Emos. Es sind keine Emos, sondern Eomos. Mein Klimbausteinladen. Und Oracle of Death schreibt zu einer Umfrage, Gefallensfrage. Da ich ohne einen festen Fokus wieder angefangen habe, mit den Klimbausteinen gucke ich mich da eher um, was an Designs mir so gefällt. Mega Brands und die Enleiden-Gruppe haben da zwar einige Lizenzen aktuell in ihrem Portfolio, die mich besonders ansprechen, aber so sehr unterscheide ich da nicht. Von Xing Baos schlechten Ruf hatte ich ja dummerweise auch erst erfahren, nachdem ich das chinesische Teehaus fertig hatte und es nichts zu beklagen gab. Steht immer noch alles fest wie eine Eins in der Vitrine. Ja, die Xing Bao Steine, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Häuser und Gebäude und so weiter. Ich habe ja auch schon genug gebaut mit Xing Bao Steinen, das ganze Living Gedöns und auch die ganzen Xing Bao Modulars und so weiter. Alles Xing Bao Steine, die sind für Modulars, für Häuser, taugen die Steine allemal. Wenn es dann komplexer wird, dann wird es schon schwierig mit diesen Steinen. Und gerade im Technikbereich konnte mich Xing Bao einfach nicht überzeugen. Aber für die Häuser sind die Steine einfach tipptopp. Kann man nicht meckern. Die ganzen Xing Bao Häuser sind alle relativ top. Achim Schmidt schreibt zur Blausteinerweiterung, dass ihr alle so Probleme mit dem Technikparts habt. Das ist Martin und ich find's geil. Ja, das darfst du natürlich geil finden, aber so wie du es geil finden kannst, darf ich es auch ungeil finden. Das ist einfach ein Geben und ein Nehmen. Hubertus schreibt zum Livestream am Montag. Danke für den wunderbaren und gar nicht kleinen Stream gestern. Konnte endlich mal zumindest kurz als Zuschauer dabei sein. Ja, ich habe dich gesehen und vielen, vielen Dank, dass du mit bei warst. Hat mich gefreut. Axel Foley schreibt zum aktuellsten Video, und zwar das Sommerspektakel, was unter der Brücke passiert, bleibt unter der Brücke. Das ist ein kleiner Insider, den ich jetzt hier nicht unbedingt erklären möchte. Der Donnergurgler schreibt absolut, Bing Long schreibt Moment Brücke, ohne mich. Und Axel Foley schreibt, du bist ja auf der Brücke. Leute, vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Jetzt bekommt jeder hier ein Herzchen und die Standardantwort. Und dann ziehen wir weiter. Da wir jetzt beim aktuellsten Video sind, kann es ja nicht mehr lang dauern. Und dann sind wir hier durch. Wie weit sind wir eigentlich schon? Noch eine ganze Stunde haben wir noch Zeit. Buttermaker schreibt zum Sommerspektakel-Video. Danke für den tollen Rückblick. Es war wieder einmal einfach nur genial. Und schade, dass es schon wieder so schnell vorbei war. Freue mich schon aufs nächste Mal. Viele Grüße aus der Schweiz. Buttermaker. Ja, so geht's mir auch. Buttermaker, hat mich wahnsinnig gefreut, euch alle wiederzusehen und manche von euch, die ich noch nie gesehen habe, endlich im realen Leben kennenzulernen. Es war mindestens genauso geil wie letztes Jahr, wenn jetzt sogar noch eine Spur geiler. Steinchenexe schreibt, zu selbigen Video, den Daumen nach unten hast du dir wirklich redlich verdient. Es ist eine kleine Anspielung aus dem Video mit dem Daumen nach unten. Tolles Video, genau die richtige Mischung aus Atmosphäre eingefangen und Privatsphäre beim Spektakel erhalten. Danke dir dafür und vielleicht geht der Daumen ja noch hoch. Vielleicht. Vielen Dank, Hexchen, für deinen Kommentar. So, der Donnergurgler schreibt zu selbigen Video, puh, was ein Ritt. Lange nicht mehr so viel getrunken und gegessen wie in dieser Zeit. Toll war es. Wiederholung ist schon sicher. Ja, definitiv, mein Freund. Es war echt eine geile Zeit. Ja, und wir hatten modsmäßig Spaß. Hässlicher Vogel schreibt, die Zugfahrt hätte auch bei RTL 2 laufen können. Ja klar, wir müssen ja auch jenen, jenen Zuschauern, die von RTL 2 kommen, ja auch irgendwie das Gefühl geben, abgeholt zu werden. Bing Long schreibt zu selbigen Video, hat mich sehr gefreut, dass ihr alle dort wart. Zeitstempel 17:36, habt ihr da frische Sushi ausgesucht? Meinst du bei den Fischen? Ja.
Wobei ich rohen Fisch jetzt nicht so geil finde. Aber Fisch an sich esse ich gern und ich bin ein total großer Fan von Meeresfrüchten, auch wenn es die anderen immer schüttelt. Ich mag das Zeug. Achim Simon schreibt das selbigen Video. Schön war's, die Vorfreude auf nächstes Jahr ist schon wieder da. Ich werde dann auch etwas länger bleiben. Das wird sicher wieder ein cooles Event. Ein Hoch auf die Community. Definitiv, mein Freund. Mich hat's auch gefreut, dich endlich mal persönlich zu treffen. Es war echt gigantomatisch. Paul Sklembausteine schreibt das selbigen Video. Das war ein Spaß. Nächstes Jahr geht's weiter. Ja, und mit ein bisschen Glück müssen wir gar nicht ein Jahr warten, bis wir uns wiedersehen. Ne? Ich meine, wir zwei ja sowieso nicht. Wir werden noch was ausmachen. Ich werde definitiv dich mal in Kulmbach besuchen kommen. So weit ist es ja nicht weg. Außerdem kannst du jederzeit zu mir in den Laden kommen, mich besuchen. Ich rede eher vom April. Da müssen wir uns noch mal irgendwie, ne? Ab in die Schweiz und so weiter. Irgendwie kriegen wir das schon. MC, The Austrian Brick Fan, schreibt das nochmal Spektakel. Super Video. Schön auch mal etwas abseits des Hauptevents zu sehen. Was? Schön auch mal etwas abseits des Hauptevents zu sehen. Alles klar. Ja, die meisten werden wohl nur das Event gefilmt haben. Und sonst nichts. Und ich habe beim Event selber, ich habe wahnsinnig wenig gefilmt, weil ich einfach nicht dazu kam. Es war ein Tumult, es war ein Trubel. Ich habe noch nie so oft meinen Namen geschrieben und so weiter und so fort. Und ständig war irgendjemand da und wollte was von mir. Und da kam ich einfach nicht zum Filmen. Also am Samstag, ne? Also am Hauptspektakel selber. Die Tage davor und danach waren dann natürlich ein bisschen ruhiger, auch wenn wir permanent Action hatten, in irgendeiner Art und Weise. Aber am Samstag selber, ich kam nicht zum Filmen. Also ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, überhaupt mal die Kamera zu zücken. Es war einfach wie weg. Ich war permanent irgendwie beschäftigt. Aber es war geil. Berlin Bricks schreibt zum Sommerspektakel. Ach, schön war es nächstes Jahr mit noch mehr Spaß. Ja, definitiv. Definitiv. Ich freue mich schon drauf. Und es hat mich auch gefreut, dich endlich mal persönlich kennenzulernen. War genial. Virindi, hoffentlich spreche ich deinen Namen richtig aus. Virindi schreibt zur Blaustein-Erweiterung. Burg Blaustein ist der Hammer. Ja, die Bergfried-Erweiterung ist anspruchsvoll zu bauen. Feiere ich trotzdem. Hatte riesen Spaß dran. Und bei mir passt auch alles. Kann die Rückseite bestens herausnehmen und wieder hineinschieben. Freue mich schon auf den Saalbau und soll ja bald kommen. Also freue mich schon auf den Saalbau, soll ja bald kommen. Und dann die Hürde. Es wird herrlich. Definitiv, definitiv. Ich gebe dir auch vollkommen recht, wenn das Ding jetzt mal fertig gebaut ist. Also die Erweiterung. Es ist ein hammergeiles Set. Die Burg ist geil, die Erweiterung ist geil. Die Erweiterungen, die noch kommen werden, sind geil. Es ist einfach ein geiles Set. Naschmann hier, Collect Evil. Collect Evil schreibt uns nochmal Spektakel. Das Video ist jo fast schon FSK 18. Und Hen schreibt, also nix für dich. Und Collect Evil schreibt, haha, das geht gerade so. Naja, naja, naja. Ist es FSK 18? Ich glaube, ne. Ich glaube, der Einzige, der hier nacktes Fleisch in die Kamera reckt, das bist sowieso nur du. Und das auch nur beim Paul und nicht bei mir. Aber vielen, vielen Dank für euren Kommentar. Laberei schreibt jetzt nochmal Spektakel. Schönes Video zum Treffen. Schade, dass ihr im Tiergarten wart. Da heutzutage Zoos nicht mehr zeitgemäß sind, Wildtiere gehören nicht eingesperrt. Alicia Joe hat zu diesem Thema ein sehr informatives Video gemacht. Schau es dir gerne einmal an. Alles klar, ich kenne diese Alicia Joe durch andere Videos, die ich so verfolge. Und ich muss dir recht geben, Tiere können nicht eingesperrt. Die können auf einen Teller. Vielen Dank für deinen Kommentar. Thomas Haarhaus schreibt zum Sommerspektakel. Oh nein, der Wiener Tiergarten hat ja alle Lego-Tiere kopiert. Hoffen wir mal, dass sie die Minifiguren nicht so ähnlich sind. Oje, oje. Sonst wird das Ganze dicht gemacht und verklagt und so weiter und so fort. Nicht, dass Lego noch auf die Idee kommt, den lieben Gott zu verklagen, weil er Menschen erschaffen hat, die gegen das 3D-Markenrecht verstoßen. Hui, hui, hui. Ja, bei der Verhandlung wäre auch gern dabei. Let's Brick schreibt zum Sommerspektakel. Tolle Eindrücke zum Event und den Ausflügen. Danke. Ich sag vielen Dank für deinen Kommentar oder für euren Kommentar. Und Hen schreibt zum Spektakelvideo. Ja, das Sommerspektakel war klasse. Mal sehen, was nächstes Jahr so kommt. Aber es war auch mal super, alle, okay, fast alle zu treffen. Ja, wir haben uns auch getroffen. Hat mich wahnsinnig gefreut. So, es war halt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ziemlich hektisch. Drum konnte ich es nicht allen recht machen und mich nicht um jeden kümmern. War halt einfach so. Zwischendrin war ich dann einfach mal ganz froh,
mich überhaupt nicht unterhalten zu müssen. Also das klingt jetzt ja blöd, aber es ist gar nicht so von mir gemeint, wie es klingt. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Stein des Anstoßes schreibt, zur Erweiterung, dieses Set verkörpert wie kein zweites all meine Vorlieben und Probleme mit diesem lustigen Steinchen. Riesenspaß beim Bau, sensationelles Aussehen, pure Begeisterung beim genauen Hinsehen, stattliche Kosten und brutaler Platzbedarf. Dass es aber auch immer diese Pros und Kontras gibt. Tolles Video und tolles Video mit schönem Gefuchtel und noch schöneren Perspektivenwechsel. Danke dir dafür. Ich habe zu danken, mein Freund, für diesen lustigen und doch informativen Kommentar. Vielen, vielen Dank. Tom Kröbel schreibt, die Antenne hat der Hunter Killer, um mit Skynet telefonieren zu können. Alles klar, ich verstehe. Oh, vielen Dank für die Info. Und er schreibt weiterhin im Übrigen zum Terminator Bestlock Set, ein älteres Set, was katastrophal ist, aber macht ja nichts, ne? Macht ja nichts. Die Aufkleber sind extrem wichtige Bestandteile, weil erst durch sie die Steine zusammengehalten werden. Da gebe ich dir recht, ne? Da gebe ich dir recht. Bestlock ist nicht is yellow from the egg und ist Gott sei Dank auch nicht mehr so auf dem Markt vertreten. Wobei es relativ aktuelle Bestlock-Sets aus dem Jahre 2021 geben soll. Im Laden oder online habe ich sie so zum Kaufen noch nicht gesehen. Immer nur hier und da mal Bilder als Werbegeschenk für diverse Firmen. Mal gucken, ob Bestlock nochmal aus der Versenkung emporsteigt wie Phönix aus der Asche. Vielleicht dann mit besseren Steinen. Wir werden sehen. So Leute, das war die Geschichte hier mit Kommentare kommentieren 18. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ihr wisst ja, ne? Jeder Kommentar ist es wert, gelesen zu werden. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh, abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusler, bis zum nächsten Mal. Euer Doschken und schreibt was Schönes.